Unter dem Namen Wegeheld gibt es jetzt eine Petzer-App, in der man Falschparker beim Ordnungsamt denunzieren kann. Ist das rechtlich okay? Hallo, mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers und Kreuzer. Es war schon immer erlaubt, selbst Fotos zu schießen und diese ans Ordnungsamt weiterzuleiten. Manche Ordnungsämter bieten mittlerweile sogar auf deren Internetseite gewisse Möglichkeiten an, dort dann Falschparker zur Kenntnis zu bringen. Nun hat eine Firma eine App rausgebracht, in der man ein Foto schießen kann und dieses wird dann automatisch an das zuständige Ordnungsamt weitergeleitet. Darüber hinaus bietet die Firma auch eine Plattform an, wo dieses Foto hochgeladen werden kann und die Leute dann quasi an den Pranger gestellt werden. Was da juristisch zu beachten? Also grundsätzlich erlaubt ist das Weitergeben der Fotos der Falschparker. Jedoch muss man darauf achten, wenn man diese Fotos im Internet hochlädt, dass selbstverständlich die Personen da nicht drauf sein dürfen und dass die Kennzeichen unkenntlich gemacht werden. Übrigens ist das Ordnungsamt nicht dazu verpflichtet, diesen Sachen nachzukommen. Häufig scheitert das schon an Kapazitätsgründen, denn diejenigen, die von solchen Apps Gebrauch machen, schießen dann nicht nur ein Foto, sondern Hunderte und Tausende von Fotos und überfluten quasi die Ordnungsämter, sodass es gar nicht möglich ist, all diesen vorgeworfenen Falschparkern nachzukommen. Juristisch also möglich, moralisch halte ich es für zweifelhaft, ein Denunziantentum zu fördern. Ausnahmsweise vielleicht mal, wenn ein Parkplatz für einen Schwerbehinderten zugestellt ist, ist es vielleicht okay. Aber da jetzt eine Regel draus zu machen, halte ich nicht für gut. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie uns doch einen Kommentar darunter, das hilft uns weiter. Vielleicht einen Tipp, was wir für Themen hier noch bespielen sollen, oder abonnieren Sie unseren Channel.